Zurück in Two Worlds 2, Kapitel 1 auf dem Weg zum Turm. Und wir sind in Hatmandor und wir sollen Jerske eskortieren zu einem Treffpunkt und ihn unterstützen. Na dann, auf. Nicht, dass ich ihn verliere. Ups. Folge dem alten Jerske. Ich hoffe, er wartet. Lass uns gehen. Geh voraus. Ja, sehr brav. Wo geht's hin? Ach, nach unten. Okay. Dann auf in den Gulli. Ziemlich dunkel und kalt. Übersprechend würde ich sagen. Sehr geheimnisvoll. Wen trifft Jerske in der Kanalisation von Hatmandor? Ich werde es wohl bald erfahren. Jetzt versteck dich hinter diesen Fässern. Denk daran. Der Kunde darf dich nicht sehen, also bleib unsichtbar. Verstehe. Falls irgendwas schiefläuft, also ich nehme an, du weißt, warum Basil dich angeheuert hat. Bist du nicht ein wenig alt für solche Aufträge? Ach, sie halten mich jung. Ach so. Versteck dich und gib Jerske Rückendeckung. Okay, ach da, wahrscheinlich. So. Ich hab schon befürchtet, du hast dich verlaufen. Kommen wir zur Sache. Hast du den Gegenstand auch dabei? Erst die Auras. Natürlich. Wo ist der Rest? Abgemacht waren 15.000. Oh, das wird sich sicher gleich aufklären. Wenn du mich kurz begleiten würdest, kann ich... Deine Leute holen, die dort lauern? Das Geschäft ist geplatzt. Wenn die Gentlemen so freundlich wären, diesem Herrn einen kleinen Eindruck von Mr. Lexingtons Enttäuschung zu geben. Oh, das klingt nach Kampf. Daneben. Ja, ich bin ein bisschen aus der Übung. Oh. Sehr eng hier. So, er kriegt noch einen mit. Bleib ja liegen. Genau, bleib ja liegen. Na gut, erstmal reden. Danke für deine Hilfestellung. Du hast nicht den Eindruck gemacht, als hättest du sie nötig. Für dein Alter führst du die Klinge nicht ungeschickt. Tja, ich bin nicht deshalb so alt geworden, weil ich auf eine gesunde Ernährung achte. Verstehe. Holen wir unser Geld ab. Aber erst brauchen wir den Stein. Was für ein Stein? Der Auftrag bestand darin, einen wertvollen Stein zu kaufen. Wir können nicht ohne ihn zurück. Alles klar. Wahrscheinlich plündern? Und auf. Okay, das Schwert ist jetzt nicht so interessant. Aber ich kann es ja verkaufen. Aber das Killbuch des Zurückwerfens. Ja,
Sehr schön. Und wertvoller Edelstein, das wird wohl der Stein sein, nehme ich mal an. Sehr schön grün zum Reinbeißen. So, und der andere, wo lag der noch gleich? Den habe ich doch auch umgenietet. So, das ist der und der andere. Mhm. Hallo? Ist er verschwunden? Das waren noch zwei. Ist er da? Nee. Komisch. Leichen verschwinden? Tja. Na gut. Das Wichtigste haben wir ja. Ach, da hinten. Ich war jetzt genau. Falsche Richtung. Desorientiert. So, jetzt aber. Ja, toll. Na gut, verkaufen. Oder zerlegen. So, das wär's. Alter Jaske. Hast du den Stein? Ja. Gut, dann lass uns von hier verschwinden. Vermutlich dauert es nicht mehr lange, bis die Wachen hier auftauchen. Mhm. Bring Basil den Stein. Na gut, ich wollte mal eben... Oh, ist ein richtiger Dungeon. Ja gut, den jetzt zu erkunden, weiß ich jetzt nicht, ob das so gut wäre für die Sidequest. Aber doch, sehr, sehr groß. Sehr großer Dungeon. Ja, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich würde sagen, entweder komme ich nochmal wegen einer anderen Quest hier rein oder ich erkunde den mal... Ja, außer der Reihe. Aber ich folge erstmal Jaske. Wie gesagt, wenn man das jetzt nicht Let's Play-mäßig macht, da könnte man mal den Dungeon durchsuchen. Aber das wird wahrscheinlich eine halbe Stunde dauern. Und da muss man abwägen, finde ich. Was man tut. Sollte man auch so. aber Moment, da war doch eine Truhe. So viel Zeit muss sein. Finde ich. So ganz ohne Plündern möchte ich hier doch nicht raus. Genau da war sie doch. Die hatte mich angelächelt. Einfaches Schloss, ja. Sollte ich so hinkriegen? Moment, Schloss knacken. Da oben? Ja, zwei Ringe, das geht noch. Ja, das hat sich gelohnt. Skillbuch und Zauberkarte. Auf jeden Fall. So, ist hier noch irgendwo eine Kiste? So viel Zeit muss sein, finde ich. Aber ich kenne ja die Dungeons in Two Worlds und größere Dungeons. Wie unheimlich. Nehmen locker mal eine halbe Stunde in Anspruch. Zudem bin ich ja noch nicht der Stärkste und ich muss ein bisschen aufpassen, an wen ich überhaupt da gerate. Wow, ist das Multi... Ebenen-Dungeon oder nee, nur eine Galerie? Ist eine Kiste irgendwo? Hm. Sieht nicht so aus. Nein. Ah, ein Gang. Ja, ich sehe schon. Das führt jetzt zu weit, wirklich. Ich komme nochmal. Ägyptische Zeichen. Bin ich hier in Assassin's Creed? Genau, das ist ja auch noch ein Gang. Ja, sehr verwinkelt hier alles. Aber ich habe es mir gemerkt, wo der Eingang ist.
Rechts. Rechts? Ja, doch. Habe ich mich verlaufen? Nein. Genau. Jetzt können wir unsere Belohnung abholen. Okay. Dann tun wir das. Ausgang. Boah, blind. Bring du den Stein zu Basil. Mir steckt der Kampf noch in den Knochen. Zeit für ein kleines Schläfchen. Mhm. Ich bringe den Stein weg. Das war doch gleich hier. Nicht weit. Na gut. Na, Sesam, öffne dich. Ach, Risa. Nein, jetzt nicht. Später vielleicht. Was ist denn hier los? So, wo war es noch gleich? Genau da oben. Genau, hier waren die Würfelspieler. Eine Wache. Knuff. Ja, ja. War doch ganz harmlos. Da ist er ja. Basil. Wo ist Jaske? Was ist passiert? Zu Hause. Er ruht sich aus. Der Unterhändler war nicht allein. Sie haben uns angegriffen. Trau keinem dieser einflussreichen Säcke. Wir haben sie erledigt. Und der Gegenstand? Hab ich bei mir. Gut. Ich war doch beunruhigt wegen dieser Sache. Mirage zeigt normalerweise wenig Verständnis für Versager. Du arbeitest für Mirage? Genau wie du. Wenn du auch nicht so clever bist, wie ich dich eingeschätzt habe. Hm. Aber immerhin weiß ich jetzt, dass ich dir trauen kann. Wir haben eine Abmachung. Du hast deinen Auftrag erledigt, ja, aber schlampig. Es ist zu viel Staub aufgewirbelt worden. Es wird Zeit kosten, bis sich alles wieder beruhigt hat. Aber du kannst die Sache wieder gut machen. Und wenn du diesmal mehr Erfolg hast, gibt's auch was extra. Mhm. Na gut. Ich brauch dich, um etwas abzuholen. Aus einem Lager nicht weit weg. Level up. Ich muss mich ausruhen. Nein, wir sind ein Held. Klar. Denke schon. Sprich mit Risa. Sie wird dir alles Weitere erklären. Aha. Risa? Das Barmädchen. Sie singt manchmal. Ziemlich talentiert. Du findest sie unten. Ja, ich weiß, wo sie ist. Ja, 2000 Auras erhalten und ein Skillbuch. Sehr schön. So. Gleich mal abspeichern, den Fortschritt. Und ich darf mit Risa reden. Aber erstmal auf die Skillbücher schauen. Oder in. Was war denn noch freizuschalten hier? Genau, zurückwerfen. Sehr gut. Skillbuch des gekonnten Anspanns war, glaube ich, gerade die Belohnung. Für Bogenschießen. Ja. Und das war das gefundene Buch da unten in Dungen, Erdmagie. Ja, sehr schön. Ja, Moment, Questbuch.
Also, Basil arbeitet auch für Mirage. Und ich soll ja Mirages Identität aufklären und dann auch Valerin, den Kommandanten im Wachturm, darüber informieren. Ja, gut, ich muss jetzt erstmal diese Aufträge erfüllen. Das Päckchen. Basil war nicht besonders erfreut darüber, wie ich meinen ersten Auftrag erledigt habe und hatte gleich einen zweiten hinterhergeschoben, damit ich die Scharte aussetzen kann. Ich soll ein Barmädchen namens Risa finden. Sie arbeitet im Under the Influence. Ja, da bin ich ja gerade. Und ich weiß auch, wo Risa ist, natürlich. Wie könnte man lieber sehen? Hey. Ja, wenn er, wer so im Weg steht. Hat es nicht anders verdient, angerempelt zu werden. So, jetzt bin ich mal gespannt, was Risa zu melden hat. Da ist sie. Verzeihung, bist du Risa? Hey. Einer wie du darf mich nennen, wie es ihm gefällt. Ich glaube, du verstehst mich falsch. Der Grund, warum ich hier bin... Oder du machst dir falsche Vorstellungen davon, wofür ich hier bezahlt werde. Naja, Drinks servieren, Musik machen, oder liege ich damit falsch? Du hast also schon von mir gehört. Basil schickt mich. Es geht um eine Art Warenlager. Er hat gesagt, du kannst mir mehr verraten. Fällst du immer so mit der Tür ins Haus? Nur, wenn ich dafür bezahlt werde. Es ist östlich von hier, außerhalb der Stadt. Warte, ich zeig dir die Stelle auf der Karte. Wir wollen doch nicht, dass unser Held sich verläuft, nicht wahr? Sonst noch was? Das möchtest du nicht wissen. Sonst würde ich nicht fragen. Das ist das Passwort, Dummerchen. Für die Wache. Finde das Warenlager, das Risa beschrieben hat. Was ist das Passwort? Hä? Na, das läuft doch wie geschmiert. Basils zweiter Auftrag klingt nach einem echten Spaziergang. Ich muss nur den Boten spielen und ein Päckchen für Basil abholen. Es soll im Warenlager sein, das Risa mir auf der Karte gezeigt hat. Das möchtest du gar nicht wissen, ist das Passwort? Hä? Hallo? Das Päckchen ist das auch ganz in der Nähe, anscheinend. Umso besser. Na dann werde ich mal gehen. Meter. So. Ja, wenn da schon steht, das wird ein Spaziergang, dann ahne ich ja genau das Gegenteil. So. Apropos. Was habe ich denn für Skillpunkte bekommen? 11. Ich habe Parameterpunkte, mehr Lebenskraft, Gesundheit, mehr Stärke macht mehr Schaden. Ja, ich glaube, ich gehe noch ein bisschen auf Gesundheit, genau. So, und 11 Skillpunkte. Blocken. Blocken ist, glaube ich, ganz wichtig. Blockbrechen. Blocken und Blockbrechen. So, den Rest verweih ich mir mal. Ich weiß noch nicht genau. Kann ich sowieso nicht steigern. Da brauche ich nämlich mehr Stärke. Nee, ist okay soweit. Den Rest spare ich mir mal auf. Dann gucke ich mal, was ich als nächstes brauche.
So, speichern wir noch einmal. Und versuchen mal, das Päckchen abzuholen. So, wo gehe ich lang? Ach so, ist ganz woanders, alles klar. Da muss ich nach Süden durch das Tor. Ja. Nach Süden durch das Tor erstmal, genau. So. Ah, und ich darf nicht so viele Wachen hier anrempeln, sonst kriege ich Ärger. Ja, aus dem Weg. Komme ich da durch? Ja, schon gut. Hä? Uns zerrinnt das Gold schneller zwischen den Fingern, als wir es reinkriegen. Es muss was geschehen. Die Preise können wir nicht weiter senken. Wir kriegen jetzt schon nur unsere Unkosten raus. Wie kriegen die anderen das hin? Mit magischen Tricks vielleicht? Oder haben die eine beschissene goldene Gans? Es wäre doch viel schlauer, sich bei den Preisen abzusprechen, statt sich zu ruinieren. Und uns gleich mit dazu. Wir kriegen raus, wer es ist, und liefern Fieger einen Grund, ihn an die Haken zu hängen. Ja, ein Exempel statuieren. Wenn ich an mein letztes Ragout denke, kommt mir da eine Idee. Scheinbar hat die Händlergilde ernsthafte Probleme. Ich kann da mal fragen gehen. Hm? Ich glaube nicht, dass Valerins Leute nach ihm suchen. Ob Verbrecher oder nicht, Mord ist Mord, egal wer das Opfer ist. Außerdem sterben da gute Leute. Mirage mag ein Verbrecher sein, aber er tut viel für uns. Ich sag dir, Mirage ist eine Frau. Wenn er ein Mann wäre, würde er sich dann Mirage nennen? Denk an meine Worte. Und er? Kümmer dich um deine Angelegenheiten. Aha. So, Mirage ist eine Frau. Okay. Das nehme ich jetzt mal so hin. Ich muss durchs Südtor. Wen haben wir denn da? Tut mir leid, aber ich bin sehr beschäftigt. Ich habe zufällig mitbekommen, dass hier immer wieder Leichen verschwinden. Hast du vielleicht eine Idee, was dahinter stecken könnte? Sehe ich so aus, als ob ich mehr über die Sache wüsste als die Stadtwache, die normalerweise für solche Dinge zuständig ist? Untersuche die Haken der Verdammten. Die Haken der Verdammten? Aha, doch eine Sidequest. Der verärgerte Händler Nur Udin hat mich zu den Haken der Verdammten geschickt. Vielleicht können mir die Wachen dort ein paar nützliche Informationen geben. Okay, ich guck mal, wo das liegt. Liegt es auf dem Weg? Nee, das ist weiter westlich. Ich sollte ja das Päckchen abholen. Dann würde ich sagen, ich soll ja ungefähr hier hin. Ich würde sagen, das mache ich dann auf dem Rückweg. Ich begebe mich jetzt erstmal nach Süden, um das Päckchen für Basil abzuholen. Und werde dann auf dem Rückweg die Sidequest Leichen auf Abwägen mitnehmen. Genau, so mache ich das. Genau, dann will ich mal sagen, wow, diese Grafik. Sehr stimmungsvoll, wie immer. Auch diese Statue. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge in 2 Worlds 2 wieder. Ciao, der Argonaut.